So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind wieder mal hier und reden, oder ich zumindest, ich rede über berühmte Städte. Heute rede ich über Paris. Und wir spielen ein bisschen Loadout. Paris ist die Hauptstadt Frankreichs, ist auch die größte Stadt Frankreichs. Und hat mit dem Umkreis ca. 12,5 Millionen Einwohner. Und das auf einer Fläche von 105,4 Quadratkilometer, also mit dem Umkreis. So, stärkt ihr ein Granätchen, kriegst du noch ab hier. So, ist in 20 Stadtbezirke unterteilt, also Paris. Er entwickelte sich Mitte des 3. Jahrhunderts und die Bevölkerung von Paris hat zu der Revolution 1789 in Frankreich wirklich beigetragen. Oh, ich muss mich hier mal ein bisschen mehr konzentrieren, sonst kriege ich ab beim Spielen. Ach, ich nehme mal hier meine Nahkampfvariante. So, Paris liegt an der Seine. Das ist ein Fluss. Zack. Boom. Tot. So. Es geht hier übrigens um die Eroberung dieser Punkte und ich bin gerade tot. In der Stadt ist der Sitz von der UNESCO, das ist so eine Organisation der Vereinten Nationen für die Erziehung, die Wissenschaft und die Kultur. Frankreich ist so ziemlich das Hauptzentrum Paris ist das Hauptzentrum von Frankreich, für Verkehr. Granätchen rein und bam. So, treff ich dich nicht, du. Dankeschön, du bist tot, so. Jetzt cappen wir ein bisschen. Frankreich, wie gesagt, das Hauptzentrum für Verkehr. Der Zugverkehr ist in Frankreich legendär und Paris ist sozusagen der Mittelpunkt, weil der Zugverkehr weist alle Linien strahlenförmig von Paris ab. Das kann man auch gut sehen, wenn man so eine Karte von Paris hat und wenn man so eine Karte von Frankreich hat und dann sehen, wo die Zugstrecken drauf sind, kann man sehr gut sehen. Die Geschichte von Paris. Geschichte von Paris. Zuerst wurden sie von den Römern eingenommen und die Römer haben Paris besessen. Ich glaube, jetzt sterbe ich. Und danach im Mittelalter wurden sie von fränkischen Königinnen und Königen besessen. Also die haben sich die haben das eingenommen. Bam, ich bin gerade fast runtergesprungen. Oh, oh, oh. So. In der Neuzeit wurde Paris bekannt in aller Welt durch den Sturm der Bastille. Das war so ein Sturm von so einem Gefängnis. Oh, das haben wir ewig in Geschichte gemacht. Französische Revolution. Ja, das war so ein Sturm vom Gefängnis und da haben die Franzosen gegen ihren Herrscher rebelliert. So, im Zweiten Weltkrieg wurde Paris zuerst von den Deutschen eingenommen, in den Blitzkriegen der Deutschen. Und danach bei der Rückeroberung am 25. August 1944 von den Alliierten hat der Stadtkommandant den Befehl bekommen, Paris in Flammen zu setzen und in Trümmern und Paris komplett zu vernichten, so dass der Feind, wenn er Paris ein nichts hat. Jedoch verweigerte der Dietrich von Koltitz den Befehl und ergab sich den Alliierten, was dazu beitrug, dass Paris in dem Krieg vom Krieg fast gar nichts mitbekommen hat. Also klar, wurde und dennoch zerstört und ein bisschen gekämpft, aber so viel wurde dann da nicht zerstört.
Das Wappen von Paris, das blende ich jetzt mal kurz ein. Das sieht auch sehr schön aus. Mit so einem Boot und so. Ja, hab ich ja gerade gesehen. Paris hat 41 Partnerstädte. Oh, was capture ich hier überhaupt? Hier ist ja noch gar kein Capture-Punkt. Ich soll vielleicht ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, Paris hat 41 Partnerstädte, darunter sehr berühmte Städte. Oh, ich bin gerade runtergefallen, wie zum Beispiel Berlin, London, Chicago, Washington DC, Sydney und Sao Paulo. Paris hat natürlich, wie auch London und wie auch alle anderen Städte, ein paar Sehenswürdigkeiten. Eine Sehenswürdigkeit von Paris ist das Louvre. Es sollte ursprünglich als Festung gebaut werden. Wurde im 12. Jahrhundert angefangen als Festung zu bauen. Jedoch haben das alle Könige über die Laufe der Jahrhunderte immer wieder umgebaut und gesagt, nee, so muss das sein, so muss das sein, so muss das sein, bla bla. Und in den 1908, also nach der Französischen Revolution wurde es als erstes Museum, erstes nationales Museum von Frankreich benannt. Also dann, ich glaube 1781. Und in den 1980er Jahren wurde das komplett general überholt. Und heute gehört das zu den größten und wichtigsten Museen der Welt. Und beherbergt auch ich glaube, das berühmteste Bild der Welt, nämlich die Mona Lisa. So viel zum Louvre. Bam, bam, bam. Schrotflinte. Granate. Granaten sind hier in Loadout etwas overpowered. Ich habe so ein paar Tesla-Granaten, macht eigentlich keinen Sinn, egal. So. Die nächste Sehenswürdigkeit ist Notre Dame. Ich habe noch ein Hierpack. Notre Dame ist eine Kirche. Ist eigentlich ziemlich berühmt und das Bild der Fassade prägt auch die Stadt Paris. Notre Dame heißt, ist französisch und heißt so viel was wie unsere Frau. Und, ja. Und wurde von 1163 bis 1345 errichtet. Die Kirche ist 130 Meter lang und 48 Meter breit. Die Türme, also die man in der Fassade sieht, die sind 69 Meter hoch und die Kirche bietet Platz für 10.000 Personen. Also 10.000 Personen können da gleichzeitig ihren Gottesdienst abhalten. So, yay, wir cappen jetzt noch zu Ende. Bam. Oh, verdammt, ich bin tot. So, es wurde auch sehr bekannt durch den Roman Der Glöckner von Notre Dame. Ja, mehr gibt's eigentlich zu Notre Dame nicht zu wissen, ne? Danach haben wir noch in Paris als Hauptsehenswürdigkeit neben dem Eiffelturm natürlich, den Triumphbogen französisch auch Arc de Triomphe. Dieser ist halt von 1806 bis 1836 errichtet, also in diesen Jahren, als Denkmal für die Siege von Napoleon.
Es ist 50 Meter hoch und 44,82 Meter breit. Im Innenraum befindet sich ein kleines Museum, wo auch 588 Generäle und Soldaten verewigt sind. Oh, verdammt, ich komme hier nicht hoch. Also, wirklich da reingehauen in die Mauer sind. Und ich habe mir gerade selbst Schaden gemacht. Am besten noch eine Granate vor mich werfen. So. Was die Arc de Triomphe auch auch immer wieder interessant macht für Leute, die Sport gucken, ist, dass die Tour de France, das ist eine sehr berühmte Radtour durch Frankreich und auch eigentlich die berühmteste Radtour der Welt, führt immer in der Schlussetappe um den Arc de Triomphe. Immer. Jedes Jahr. Ja, mehr gibt's auch nicht zum Arc de Triomphe zu sagen. Und als Hauptsehenswürdigkeit haben wir natürlich den Eiffelturm. Wer kennt den Eiffelturm nicht? Eiffelturm ist das Wahrzeichen Frankreichs. Stirb. Oh, verdammt. Ich hab grad selber Schaden gemacht. Haben wir auch Granatenpack. So, das wurde in einer Weltausstellung. In der Weltausstellung als Aussichtsturm gebaut. Und zur Erinnerung an den 100. Jahrestag der Französischen Revolution erbaut. Der Eiffelturm ist, wie man schon hört, nach dem Erbauer Gustav Eiffel benannt. Er zieht rund 7 Millionen Besucher im Jahr an und wird als Fernsehturm, Aussichtsturm und Restaurant genutzt. Außerdem wiegt der Eiffelturm über 10.100 Tonnen. Das sind rund 10.000 von diesen Kürbissen. Als Abschluss kann man sagen, Paris ist sehenswert und sollte man gesehen haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.